Der zweite Abi-Jahrgang der Ecolea Internationalen Schule Schwerin bekam am Sonnabend im festlichen Ambiente der Orangerie des Schlosses seine Abschlusszeugnisse überreicht. Die 23 Absolventinnen und Absolventen übertrafen mit dem Durchschnitt von 2,0 sogar noch den ihrer Vorgänger. 12 Einzelabschlüsse wurden erreicht. Erstmals absolvierte außerdem ein chinesischer Schüler sein Abitur an der Ecolea Internationalen Schule Schwerin. Intensive Kontakte ins Reich der Mitte sind inzwischen selbstverständlich. Mehrfach wurde die China-Reise unter den Studienreisen als besonderer Höhepunkt herausgehoben. Die Internationalisierung der Schule, die nun seit 9 Jahren bilingualen Ganztagsunterricht in freier Trägerschaft anbietet, soll auch weiterhin intensiv vorangetrieben werden. Wir haben da durch die Kooperation mit einem Wohnheim oder Internat auch die Möglichkeit, eben Schüler aus anderen Ländern bei uns aufzunehmen, denn wir haben auch ein Deutsch als Fremdsprache-Programm, was ja auch unserem Chinesen dann eben geholfen hat. Das, weil wir eine internationale Schule sind, nehmen wir sehr ernst. Dahin wollen wir. Und wir wollen eben unsere Kontakte zu europäischen Partnerschulen weiter ausweiten und eben diese Traditionen, die jetzt nur im Ansatz vorhanden sind, pflegen und festigen. Ehrlich gesagt haben wir jetzt sogar schon eine Schule, die mit uns eine Partnerschaft eingegangen ist in Argentinien. Und dadurch wird dann eben das Ganze noch viel spannender, weil die uns auch einige von ihren argentinischen Schülern schicken werden. Für den Abiturjahrgang im letzten Jahr, der sich noch selbstironisch als Versuchskaninchen bezeichnet hatte, musste die Lernkurve quasi ohne Erfahrungswerte festgelegt werden. Am Erfolg des zweiten Jahrgangs ist nun gut zu erkennen, dass nicht nur der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler ein erfolgreicher war.